Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch noch einmal das Passamahl zu essen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er das letzte Mal mit ihnen an einem Tisch sitzt. Es ist ein Festmahl, das sie feiern. Sie feiern die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Es ist ein Festmahl, aber es ist auch ein Mahl der Erinnerung. Sie erinnern sich an das, was damals war. Es ist Teil ihrer Gegenwart. Auch wir erinnern uns heute, wir Christen auf der ganzen Welt. Wir erinnern uns, wie Jesus mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, Brot und Wein nimmt und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Mit dem Blick ans Kreuz wird dieses Mal zu einem Festmahl. Ein paar kurze Hinweise, bevor wir mit diesem Gottesdienst richtig loslegen wollen. Wir wollen im Anschluss ein Agape-Mahl miteinander feiern, ein Mahl der Liebe. Sie konnten sich dazu heute in unseren Kirchen ein Care-Paket abholen, in dem alles zu finden ist, was Sie für dieses Fest brauchen. Ein Stück Brot, ein kleines Fläschchen Traubensaft, ein paar Weintrauben, eine Kerze, ein Deckchen und etwas Süßes für hinterher. Aber auch wenn Sie kein Care-Paket mehr abbekommen haben, wenn Sie von außerhalb diesen Gottesdienst mit uns feiern wollen, sind Sie natürlich eingeladen, dies zu tun. Legen Sie sich doch alles bereit, was Sie brauchen. Nehmen Sie ein gutes Stück Brot. Holen Sie sich vielleicht ein kleines Glas Saft dazu. Halten Sie ruhig das Video für einen Moment an. Nehmen Sie sich die Zeit, alles in Ruhe vorzubereiten. Und dann, wenn Sie soweit sind, dann starten Sie wieder. Feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des einen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Gott, du lädst uns an deinen Tisch. Zu einem Festmahl lädst du uns. Und wir lassen uns von dir einladen. In Brot und Wein verschenkst du dich mit Haut und Haar. Du schenkst uns Vergebung für all die Fehler, die uns belasten. Du schenkst uns Stärkung für die Herausforderungen des Glaubens. Du schenkst uns Gemeinschaft, weil an deinem Tisch nichts bleiben kann, was Mensch von Mensch und Mensch von dir trennt. Erhalte uns in dieser Gemeinschaft und lass deine frohe Botschaft sich in unserem Leben ausbreiten. Amen. Thank you.
Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas im 22. Kapitel. Dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Paschalamm geschlachtet werden musste. Jesus gab seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Paschamahl feiern können. Wo sollen wir denn das Fest vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, das er betritt. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen: Der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Bereitet dort alles Weitere vor. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Paschamahl vor. Als die Stunde für das Paschamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Paschamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Paschamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Unseren christlichen Glauben bekennen wir mit dem Lied »Ich glaube an den Vater«. Wenn Sie es zur Hand haben, nehmen Sie doch gerne das kleine lila Gesangbuch »Komm, atmet auf« zur Hand, die Nummer 88. Thank you.
Geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passamal feiern können. Das ist Jesus' Auftrag an seine Jünger. Geht und bereitet alles vor, denn das Passamal ist das wichtigste Mal, das wichtigste Fest, das wir Juden haben. Es erinnert uns daran, wie Gott uns, unser Volk, aus Ägypten befreit hat. Und das Passamal muss gut vorbereitet werden. So viele Dinge sind notwendig, um es zu einem gelungenen Mahl zu machen. So viele Dinge, die man braucht. Das Salzwasser, das an die Tränen Israels erinnert. Das grüne Kraut für die lebensnotwendige Nahrung. Die Bitterkräuter für die Bitterkeit der Sklaverei. Ein ziegelfarbiges Fruchtmus als Erinnerung an all die Lehmziegel, die Israel in der Knechtschaft gemacht hat. Ein hartes Ei als Zeichen der Trauer und natürlich die ungesäuerten Brote, die noch schnell gemacht wurden, bevor man aufbrach, als Zeichen der Wegzehrung. So vieles muss vorbereitet werden. Geht und bereitet alles vor. Diesen Auftrag, den haben auch wir heute für das Abendmahl. Denn auch wir haben einiges vorzubereiten. Wir erinnern uns nicht aus dem Auszug aus Ägypten. Wir erinnern uns daran, wie Jesus noch einmal die Gemeinschaft seiner Freunde, seiner Jünger miterlebt. Wie er noch einmal mit ihnen zusammen am Tisch sitzt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen die Kerze, das Licht. Wir brauchen die Bibel, das Wort Gottes. Wir brauchen das Kreuz als Zeichen des Todes und der Auferstehung. Wir brauchen das Brot, wir brauchen den Wein. Decken wir gemeinsam den Tisch für das Abendmahl. Der Tisch, an den Gott uns einlädt, ist ein Festtisch, so wie dieser hier. Feierlich geschmückt, um dem Fest auch eine besondere Note zu geben. Es ist nicht einer dieser anonymen Essplätze, wie wir ihn in unseren Fastfood-Restaurants finden, möglichst klein, möglichst hart, möglichst eng, sodass man schnell wieder rausgeht und dem nächsten Kunden Platz macht. An diesem Tisch soll gefeiert werden. An diesem Tisch möchte ich lachen und möchte ich es mir gut schmecken lassen. An diesem Tisch möchte ich mich mit meinen Nachbarn unterhalten, Späße machen, vielleicht meiner Freude sogar Ausdruck verleihen, indem ich lautstark singe. An diesem Tisch ist spürbar, was Jesus meinte, wenn er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, noch einmal dieses Mahl mit euch zu feiern. Wie sehr freue ich mich, dass ihr jetzt hier seid. Gleichzeitig ist dieser Tisch, an dem Jesus feiert, aber auch der Tisch des Passamals. Die Vergangenheit sitzt mit am Tisch. Mose, Aaron, all die anderen, die Hals über Kopf alles stehen und liegen ließen, um aus Ägypten zu fliehen, sie sitzen mit an diesem Tisch. Die Gemeinschaft besteht fort in der Erinnerung. Und für uns Christen? Auch wir sitzen nicht alleine an diesem Tisch. Auch wir feiern mit Jesus Jüngern. Wir feiern mit Petrus. Wir feiern mit Judas. Und wir feiern mit all den anderen Menschen, die seit dem Abendmahl miteinander gefeiert haben, die seitdem überall auf der Welt und in allen Zeiten am Tisch des Herrn Brot und Wein empfangen haben. Mit all ihnen sind wir an diesem Tisch verbunden, in der Erinnerung, aber auch in der Feier. Thank you.
unseren Agapetisch gehört die Kerze. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir kennen das alle. Es reicht eine einzige kleine Kerze, um aus einem finsteren Raum einen Raum zu machen, in dem man sich zurechtfindet. Es reicht eine kleine Kerze, das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Sie macht Mut. Sie lässt einen weitermachen. Sie gibt die Kraft, die man braucht. Die Kerze, sie brennt und gibt Licht, so wie das Licht des Ostersonntags, das Licht der Auferstehung. Gerade dort, wo es besonders dunkel scheint, dort leuchtet dieses Licht. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Wenn du mir nachfolgst, dann bleibst du nicht gefangen in deinen Dunkelheiten. Dann kann ich dir Mut geben, dann kann ich das kleine Leuchten sein, das dich weitermachen lässt. Dann gebe ich dir die Kraft, die dich durchhalten lässt. Auf unserem Agapetisch liegt auch die Bibel, Gottes Wort für mich. In ihr findet sich wieder und wieder und noch einmal wieder, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Von Anfang an ist Gott ein Menschengott. In der Schöpfung, auf Abrahams Weg in das Land, das Gott ihm schenken wird. Als Mose sein Volk aus Ägypten führt, als David den Riesen Goliath besiegt, in all seinen Psalmen. Wenn Gott die Propheten schickt, um sein Volk wieder zu sich zurückzuholen, bis er dann selbst Mensch wird. Näher geht nicht. In der Bibel finden wir all diese Geschichten von Gottes Liebe zu den Menschen, all diese Geschichten von immer wieder derselben Botschaft, für die Gott wieder und wieder neue Worte findet. Wie beispielsweise im Matthäusevangelium, wenn er sagt, ich bin bei dir bis an das Ende der Welt. Es ist dieses Versprechen, das unserem Abendmahl, unserem Agapemahl die Kraft gibt. Es ist dieses Versprechen, das aus einem einfachen Brot und aus einem einfachen Schluck Wein oder Saft das Blut und den Leib Christi werden lässt. Hier ist Gott ganz da. Seine Versprechen werden zu Versprechen für mich. Hier sagt er, ich bin bei dir, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Schließlich ist da noch das Kreuz, damals ein Symbol für Tod,
für Qual, für Demütigung, für Verlassensein. Doch mit Jesus wandelt sich dieses Symbol. Weil er da hängt, muss ich es nicht tun. Weil er dort stirbt, kann ich leben. Er geht den Weg der Liebe ohne Wenn und Aber. Er zieht das Ding durch. Er gibt sich selber auf, weil Gott mich nicht aufgeben will. Es ist das Kreuz, auf das Jesus während der Feier des Abendmahls hinweist. Mein Leib wird gebrochen werden, so wie ich jetzt diesen Leib Brot breche. Und mein Blut wird fließen, so wie dieser Wein in diesem Kelch fließt. Ich tue das für dich. Ich tue das, damit nichts und niemand mehr zwischen dir und deinem Gott stehen kann. Keine Fehler, kein Versagen, keine Schuld und keine Sünde muss dich mehr belasten. Denk daran, wenn du dieses Brot isst und wenn du diesen Wein, diesen Saft trinkst. Aus dem Symbol des Todes wird das Symbol des Lebens, denn mit dem Tod ist für Jesus noch nicht alles vorbei. Auf Karfreitag kommt der Ostersonntag, nach der Nacht kommt der Tag, nach dem Tod kommt die Auferstehung. Geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passamahl feiern können. Das hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Der Tisch ist bereit. Komm und feiere mit uns her. Alles ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Das Fest kann beginnen. Es ist das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, aber es ist und es bleibt ein Festmahl. Mit allem, was dazugehört, mit gutem Essen, mit Wein und bestimmt mit viel Freude und Feierlichkeit im Herzen. Noch einmal will Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden fröhlich sein. Ja, wir erinnern uns an das, was kommt, aber wir erinnern uns auch daran, dass Gott das Leben feiert und deshalb dürfen auch wir feiern. Jetzt das Agapemahl und später mit allem, was der Kühlschrank hergibt. Vor allem feiern wir die Lebensfreude, die wir gerade so nötig haben. Als Jesus mit seinen Jüngern feiert, dann nimmt er das Brot, das Grundnahrungsmittel Brot, das es in so vielen Kulturkreisen auf der ganzen Erde gibt. Es ist so einfach und es gibt doch so viel Kraft für den ganzen Tag. Jesus blickt voraus. Er weiß, was auf ihn zukommt. Man wird seinen Leib brechen, so wie er das Brot bricht. Mit dem Grundnahrungsmittel Brot gibt Jesus sich selbst. Er will diese Nahrung für mein Leben sein. Aus ihm soll ich Kraft schöpfen, wenn mal wieder Glaube und Alltag nicht zusammenpassen will.
Mit einem Blick auf ihn darf ich Mut schöpfen und mich ermuntern lassen, wenn ich mich klein und schwach fühle. Jesus Christus, das Brot des Lebens. Guter Gott, von dir kommt unser Leben und du erhältst es in deiner Güte. Du führst uns durch Christus, deinen geliebten Sohn, zusammen und verbindest uns in deinem Geist. Wir preisen dich für dein Wirken in unserer Gemeinde, in der Kirche und in der Welt. Segne dieses Brot, das wir jetzt miteinander teilen und essen werden, als Zeichen des Lebens, das du uns gegeben hast, als Zeichen unserer Gemeinschaft. Stärke uns im Glauben an dich und in der Liebe zu dir und untereinander. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unser Bruder und Herrn. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's. Und er gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nach dem Abendmahl nimmt Jesus den Segensbecher, der im Anschluss an das Essen von einem zum nächsten weitergegeben wird. Der Segensbecher, der beim Passamahl an das Lammblut erinnert, das die Israeliten an ihren Türstock gestrichen haben, damit der Zorn Gottes an ihnen vorbeigeht und sie in die Freiheit führt. Uns erinnert der Kelch an das Blut Jesu, das fließen wird am Kreuz. Sein Blut befreit uns vor dem Zorn Gottes und es führt uns in die Freiheit. Der Kelch ist für uns ein Zeichen der Liebe und ein Zeichen der Hingabe Jesu, und er erzählt uns von dem neuen Leben, das uns geschenkt wird. Der Kelch des Abendmahls ist für uns der Kelch des Heils. Guter Gott, du gibst uns durch das Wirken deines Geistes die Kraft, uns aufeinander einzulassen und im Glauben in der Liebe verbunden zu bleiben. So schenkst du uns und unserer Gemeinschaft Hoffnung und Zukunft. Wir danken dir für all deine Wohltaten und für deinen Beistand in unseren Sorgen und Anliegen. Segne diesen Saft, den wir miteinander trinken werden, im Gedenken an den neuen Bund, den du durch Jesus gestiftet hast, und stärke uns in der Treue. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehm hin und trinkt. Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir beten. Herr, wir haben Brot und Wein empfangen, und in ihm hast du dich an uns verschenkt. Wir haben dein erlösendes Wort gehört, und es soll in unserem Leben Früchte tragen.
Wir haben die Gemeinschaft deiner Kinder erlebt und wollen in dieser Gemeinschaft weiterleben. Auch wenn der letzte Ton dieses Gottesdienst längst verklungen ist. Wir vertrauen uns dir an, denn wir vertrauen darauf, dass dein Segen aus unserem Leben ein gelungenes Leben macht. Segne uns, gnädiger Gott. Beten wir gemeinsam, wie Jesus selber gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte dich der eine Gott. Der Herr ersegne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.